Hey ihr Lieben, kurze Bestandsaufnahme zum Thema Seelenpartnerprozess. Ich mache mir jetzt hier mal so ein Räucherdingens an, um das Feld ein bisschen zu reinigen. Mache ich regelmäßig, lasse ich nicht immer jeden dran teilhaben, aber gerade kommt mir das so in den Sinn. Und dann machen wir hier mal ein bisschen Qualm und schauen uns mal an, was im Seelenpartnerprozess gerade so los ist. Ich weiß, dass viele sich gar nicht mehr so großartig damit befassen und sind ganz gut in der Selbstermächtigung angekommen und lassen das Leben fließen und schauen sich einfach an, was geschieht, ohne jetzt hier den Aktivator zu geben, was ja lange Zeit als für Engelchen auch unsere Aufgabe gewesen ist. Aber es hat sich jetzt in den letzten Tagen schlagartig bei so vielen was verändert, zum Positiven, wie ich meine, wo echt viel, viel mehr Unabhängigkeit noch an den Tag gekommen ist. Deshalb brauche ich auch nicht mehr jeden Tag ein Liebesorakel zu machen. Für all die, die da noch so ein bisschen festhängen, meine Inspiration brauchen oder in Anspruch nehmen möchten, die finden alles, was sie für ein privates Reading brauchen, unten in der Infobox verlinkt. Aber ich werfe jetzt trotzdem noch mal einen Blick auf den Otto, weil auch wenn wir nichts wissen müssen, ab und an sind wir ja schon mal ein bisschen neugierig und das macht auch einfach Spaß. Also mir macht das Spaß und ich hoffe, euch geht es ähnlich. Und ich möchte jetzt als allererste Sekunde mal in Erfahrung bringen, wie wirkt er denn auf sein Außen? Ne? Der Otto hat ja viele Gesichter und ist auch immer für eine Überraschung gut gewesen, wohingegen so die letzten Monate war er nicht so einfallsreich, aber gut, das darf ja auch schon mal sein. Wie wirkt er auf sein Umfeld? Die meisten leben ja nicht zusammen und wenn er doch zusammenlebt, hat ja dein Otto trotzdem auch noch ein Umfeld unabhängig von dir, auf sein Umfeld. Wirkt er sehr kreativ, sehr einfallsreich, aber eben nicht beständig. Er scheint manchmal ein bisschen abwesend zu sein, ist hier und da auch nicht ansprechbar für seine Kollegen zum Beispiel oder für die Menschen, die er da sonst noch in seinem Feld hat. Macht manchmal die Dinge mit einem Feuereifer und ist aber dann in der nächsten Sekunde im Kopf wieder abgelenkt. So kennt man den Otto, so dass er da, ne, unter seiner Blase sitzt. Und ja, damit könnte er hier und da auch schon mal ein bisschen anecken. Wie hat er denn den Eindruck, dass er auf dich wirkt? Das ist jetzt so seine Selbsteinschätzung in, ja, ihm geht hier der Spielmodus flöten. Das war das, was er an eurer Verbindung absolut geliebt hat. Euer gemeinsames Lachen, eure gemeinsamen Interessen, das Verspielte, das Experimentierfreudige, das Kreative. Und ja, da überlegt er vielleicht, wie er das wieder mit ins Feld bringen kann. Das hängt aber von seinem Energielevel ab. Und ja, wo die einen durch diesen Portaltag-Korridor so richtig schön durchgetragen sind, ist es in den Dualseelenprozessen ja meistens so, dass bei dem anderen genau andersrum ist und er vielleicht ein Stück weit erschöpft ist, weil ihn das doch ziemlich angestrengt hat. Wir wissen ja, der bekommt an so besonderen Tagen, ich muss gleich mal kurz niesen, auch immer, Entschuldigung, besondere Eingaben und Inspirationen vom Universum. Das sind Tage, die können schon mal anstrengend für ihn sein. Wie ist er denn aufgestellt jetzt in Bezug auf dich? Lässt das, die göttliche Hand greift ein, sagen wir mal so. Mit diesen ganzen Inspirationen bist du wahrscheinlich nicht spurlos an ihm vorbeigegangen. Vielleicht hat er von dir geträumt, vielleicht hat er irgendwelche Tagträume gehabt, wo du da irgendwo aufgetaucht bist. Und das Universum schubst ihn gerade heftigst an, die Dinge in seinem Leben mal in Ordnung zu bringen und zu schauen, wo will ich denn hin und wie kann ich das erreichen. Kann gut sein, dass er jetzt so eine Phase braucht, wo er sich zurückzieht, um einfach mal eine Bestandsaufnahme zu machen. Wo mache ich mir selber was vor?
wo sind die Dinge, so wie ich sie mir vorstelle, und diese Dinge ziehe ich aber nicht in mein Leben, weil ich irgendwo noch eine Angst habe, die ich bezwingen muss, oder. Wir gucken jetzt einfach mal weiter, was sie noch beschreibt. Und es geht immer hier um die nächsten 24 Stunden. Jetzt ist morgen auch noch Valentinstag. Manchen bedeutet das viel, manchen bedeutet das gar nichts. ja, er versucht das Ganze jetzt hier mal so ein bisschen fairer zu betrachten. Wenn er anfängt, fair zu werden, dann sieht er die Dinge, boah, das räuchert jetzt ja aber ordentlich, wenn ich gleich nochmal niesen muss, dann wisst ihr warum. Wenn er fair wird, dann fängt er an, auch schon mal in deine Schuhe zu steigen und die Dinge aus deinen Augen zu betrachten. Und ja, ihm fällt schon auf, dass es hier an Balance in der letzten Zeit, ne, daran hat es ein wenig gehapert. Und der wird jetzt ganz schön angeregt, mal zu gucken, wie er den Karren jetzt so aus dem Dreck ziehen kann, sollte er denn da drin sein. Aber für die meisten ist die Situation ja schon ein klein wenig festgefahren. Es tut sich ja auch nicht wirklich viel. Und das, was sich tut, das ist jetzt nicht unbedingt was, wo du Heisasa und Hopsasa anfängst zu singen, weil die Dinge sich einfach im Kreis drehen. Was hat er dir denn zu sagen? Kann man gleich. Habe ich aber eine gute Idee gehabt mit der Räucherei, was hier gereinigt wird. Das ist mein Körpersystem gerade. Naja, das hört auch gleich wieder auf. Du weißt, wofür es gut ist. Da fällt mir eine Karte auf den Boden. Moment mal. So. Ich habe etwas herausgefunden und das hat mich gecrushed. Was hat er denn rausgefunden? Was hat er denn rausgefunden? Also, wenn ich von mir ausgehe, weiß ich nicht, was er rausfinden könnte, was jetzt hier irgendwo auf irgendeine Art und Weise, wo ich nicht hinterstehen könnte. Er hat was rausgefunden, nämlich, was für ihn die Wunscherfüllung bedeutet und was es für ihn bedeutet, ein Leben in Freude zu führen. Halleluja. Ja, ich habe noch nicht öffentlich gemacht, dass es dich gibt. Ich rede zwar schon mal über meine Freundin, aber wenn jemand mehr wissen möchte, dann halte ich mich bedeckt. Ich habe gute Neuigkeiten, die würde ich gerne mit dir teilen. Worum geht's da? Wir wollen das ja wissen. Also Larifari ist langweilig. Worum geht es da? Der hat wahrscheinlich lange hier, ne, so ein bisschen gesellschaftskonform einen Job gemacht, und um ein bestimmtes Ziel zu erreichen, und er hat dann einen Erfolg erzielt. Und war sehr diszipliniert und diese Disziplin zahlt sich aus. Das heißt, mit anderen Worten, ist er scheinbar auf einem Weg dahin, sich finanziell zu stabilisieren. Ja, er fragt sich aber wohl, ich frage mich ja jeden Tag, ne, ob du glücklich sein kannst ohne mich. Du suchst den Kontakt nicht, bist du denn glücklich ohne mich? Und wenn er sich dann in dich reinspürt und er merkt, dir geht's gut, dann könnte das ein Fragezeichen in ihm auslösen. Ja, die meisten haben ja die Türe gar nicht zugemacht, die sind einfach nur stiller geworden. Ja, und jetzt weiß er nicht, wie es weitergeht, und das macht ihn ein Stück weit verrückt. Er hat Angst, dass du ihn aufgibst. Jetzt überlegt er sich, ob das alles so anstrengend wird und er dich aufgeben soll, weil das wäre eine Klatsche, die er nicht ganz gut verknusern könnte, wenn du sagen würdest, ich gehe. Obwohl ihm bewusst ist, dass er derjenige ist, der immer wieder dich von ihm gestoßen hat, weil diese Nähe für ihn schwer war zuzulassen und er damit nicht umgehen konnte. Und deshalb, ja, manche Ottos luken runter, Schatten dicht und was ich nicht sehe, das ist nicht existent, aber die lügen sich meistens in die eigene Tasche. Und ja, genießen dann jetzt ihre Freiheit. Darüber denkt er auch nach, ob nicht alles gut ist, wie es eben gerade ist, ne? Wenn er finanziell gut aufgestellt ist. Es gibt ja auch noch andere Menschen in seinem Feld.
Blöd ist nur, dass das Universum euch beide schon hat dran schnuppern lassen, wie magisch das ist zwischen euch. Und nicht nur für einen Moment, sondern das ist eine Inspiration, die bekommst du so schnell von keinem anderen Menschen oder durch keinen anderen Menschen. Und deshalb ist das ja auch eine Story, von der man nicht so ohne weiteres loskommt. Ansonsten hätten sich ja schon so viele umgedreht und wären in eine andere Richtung marschiert. Ich mache eine Neunerlegung auf ihn und wie gesagt, schau, was du hier für dich mitnehmen möchtest. Allgemeines Ding. Aber dein Bauchgefühl sagt dir schon, ob das deiner Geschichte ähnlich sieht oder eben nicht, in seinen Gedanken. Ist er gar nicht gut aufgestellt. Hätte noch gerne Herzebene dazu. Weil das spricht ja gegen den Erfolg, der da oben liegt, was da jetzt auf der Herzebene, auf der Kopfebene gefallen ist. Kann sein, ich muss hier was klären. Weil wir wollen das ja hier auf den Punkt bringen und nicht. Was haben wir denn hier für Kärtchen? Spirit. Bitte so, dass ich was dazu sagen kann, ohne mir jetzt hier was aus der Nase zu ziehen. Bitte um klare Botschaften, die mir durchgegeben werden. Jetzt gucke ich mir das mal an. Das ist aber alles andere als kunterbunt hier bei ihm, ne? Auf jeden Fall sind falsche Personen noch im Feld. Da, ne? Entweder hier im beruflichen oder im familiären Umfeld oder. Wenn ich jetzt was über den Otto erzähle, es kann sein, dass das Orakel ist, was dich beschreibt, weil wir, ne, wir haben alle beide Anteile in uns, den weiblichen und den männlichen. Es ist für ihn hier gerade so gewesen, dass da eine Hiobsbotschaft auf ihn zugekommen ist. Das kann was Gerichtliches gewesen sein. Oder reflektiert das jetzt nochmal alles, weil wir hatten den Eremiten unten drunter liegen. Ja. Die letzte Zeit war gespickt bei ihm von Negativitäten. Also im Außen, vielleicht auch im Innern. Er war im Mangeldenken und dieses Mangeldenken, das scheint aber jetzt so langsam ein bisschen zurückzulassen. Er stellt für sich fest, dass wenn er diese falschen Menschen in seinem Feld hat, er für sich absolut in eine Schwere verfällt. Das ist auch nicht umsonst, dass er hier der Flatterhafte ist und sich immer wieder zurückzieht in seine Blase mit diesen ganzen Karten auf Kopf- und Herzebene, würde ich fast denken, der ist kurz vor einer Depression oder zumindest in den nächsten 24 Stunden in der Schwere unterwegs. Das sind die Momente, wo du dann gucken darfst, kannst du Energie abgeben und Licht senden oder brauchst du deine Energie gerade für dich oder setzt gar dein Ego ein und sagt, boah, nee, nicht schon wieder, ich habe einen guten Tag und der darf auch gut bleiben. Ja, egal was und egal wie du da jetzt mit umgehst, was macht er denn damit? Was zeigt sich im Außen in den nächsten 24 Stunden? Also ich nehme das hauptsächlich als ein sich Gedanken machen über die Situation wahr. Und nicht, dass jetzt akut was Schweres ins Feld gekommen ist, sondern so steht der Tropfen, höhlt den Stein, so nach dem Motto. Einfach nochmal reflektieren, wie es denn so gewesen ist. Und da fällt dann der Ehering, das zeigt sich im Außen. Ein Besucher kommt auf dich zu. Also, der weiß schon, wo die Verbindung am stärksten ist und wo es auch lichtvoller ist. Und der möchte dich treffen, irgendeinen Austausch stattfinden lassen und dir seine Gedanken erzählen, weil das Universum ihn gerade dahin schubst und er möchte dir beweisen, dass er nicht der Minderbemittelte ist, für den du ihn gerade vielleicht hältst. Weil ich weiß, dass manche einfach sagen, ich weiß nicht, der kommt überhaupt nicht aus dem Quark. Er tut gerade so, als hätte er gar nichts gelernt auf diesem Weg, aber ich glaube nicht, dass es so ist. Er kommt um die Ecke, um Frieden zu stiften und vielleicht auch ein bisschen Leidenschaft in euer Feld zu bringen, denn auch in ihm hat Heilung stattgefunden. Er hat jetzt die ganze letzte Zeit, wenn er denn Zeit hatte,
dazu nutzt, mal zu gucken, in welchen Schlamassel er sich da geritten hat. Was beschreibt das Yin- und Yang-Orakel denn? Nee, wir lassen ihn jetzt einfach noch mal kurz reden, aber echt nur kurz, weil sonst wird das ein ewig Orakel. Da steht ja keiner drauf, das weiß ich. Und dann lassen wir ihn mal sprechen. Dann leg mal los. Für all die, die sich nicht trauen. Aber doch, dürfen wir ihnen zutrauen. Das sind ja keine Schwachmaten. Sonst wären es ja nicht unsere Seelenpartner, ne? Ich schwelge total in Nostalgie. Du ploppst mir immer wieder auf. Erinnerungen ploppen mir immer wieder auf. Und du hast lange Zeit dafür gesorgt, dass ich mich männlich fühlen konnte an deiner Seite. Und in diese männliche Energie möchte ich wieder zurück. Und dazu weiß ich, dass ich in Aktion treten muss, dass ich Mut beweisen darf und ich möchte den Neuanfang. Ich habe jetzt lange mich versteckt, bin abgetaucht, aber nicht ohne dich akribisch zu beobachten und du weißt, ich kann das. Und ja, ich wünsche mir die Reunion. Ich wünsche mir die Reunion, weil diese Seelenbande einfach stärker sind als all das, was ich in meinem Leben und überhaupt erlebt habe in dieser Welt. Du bist gerade ein bisschen ins Ego zurückgesprungen. Ich kann es sogar verstehen, denn du hast deinen Wert erkannt und den darfst du auch erkennen, denn du bist ein wertvolles Wesen. Ich musste in der letzten Zeit meine Familienthemen noch bearbeiten, anders hätten wir nicht rein in diese Liebe starten können. Das hat mich den letzten Nerv gekostet, wenn ich ehrlich sein soll, wie ich da unter Beobachtung gestanden habe, wie man mich ausspioniert hat, wie man jeden Schritt beobachtet hat, den ich tue. Warum tust du das? Wo gehst du hin? Was machst du da? Ich wäre bald verrückt geworden. Aber das war wichtig, weil ich einfach mir sicher sein musste, dass ich diese Lücke noch schließen durfte. Ich hatte da meine Zweifel, ob ich in früheren Zeiten falsch reagiert habe in Bezug auf meine Familie. Aber nein. Ich musste mir dazu wieder eine Fassade aneignen, weil anders hätte ich das nicht gut durchstanden. Ich habe da eine Rolle gespielt, um es mir so leicht wie möglich zu machen. Aber das ist jetzt vorbei. Hier kommt der Durchbruch. Ich möchte neu beginnen. Ich möchte, dass wir erlöst werden, dass unsere Gefühle wieder fließen dürfen. Und ohne dich ist es einfach dunkel und ich möchte dieser Dunkelheit entfliehen. Eine noch. Das Universum arbeitet für uns und ich kenne mein Ziel und ja, meine Gefühle werden immer lauter. Ich bin gewachsen. Jetzt zeigt sich mal wieder der Sommer an und bis zum Sommer werden wir zusammengeführt. Aber bitte verliere nicht den Glauben an uns. So lassen wir es jetzt mal stehen, ihr Lieben. Und ich wünsche euch jetzt einen wunderschönen Abend und lasst es euch richtig gut gehen. Lasst das Herz regieren. Ne? Man muss aus Liebe nicht immer Ja und Amen sagen. Absolut nicht. Aber man darf die Türe auch nicht zumachen, weil dann ist es Ego und keine Liebe. Wie gesagt, es ist nur eine kleine Inspiration. Du schaust, was für dich mitnimmst. Und ich bedanke mich bei dir für deine Zeit. Freue mich sehr, wenn du mir ein kostenloses Abo schenkst oder ein Like oder einen Kommentar hinterlässt. Und lass das Herz regieren. Bis dann.